Meine lieben Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich willkommen heißen zu einer Premiere auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar zu der ersten Folge von meinem aktuellen Community-Event, nenne ich es mal, was gerade läuft auf meinem Twitch-Kanal, jeden Mittwoch und jeden Samstag. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass ihr mir Waffen gebt, mit denen ich gut spielen muss. Je besser ich mit den Waffen spiele, desto höher werdet ihr gerankt und am Ende des Monats wird das Ranking ausgewertet und die paar Top-Platzierten gewinnen etwas von Monster Energy. Das ganze Event ist gesponsert von Monster Energy. Steckt Werbung nochmal hier. Die Überschrift heißt einfach mal Bilde Monster. Ihr baut mein Waffenloader zusammen. Und wie gesagt, heute die Premiere. Das erste oder der zweite eigentlich Wochensieger. Den ersten konnte ich euch nicht vorstellen. Da war es noch ein bisschen zu knapp. Aber heute darf ich euch den Overall-Siegerstand jetzt vorstellen. Und zwar X-Killer-COD, der mir die SVA und die Renetti nach dem Nerf in die Hand gedrückt hat, mit der ich sage und schreibe 36 Kills geschafft habe und einen Win. Das ist mit Abstand Platz 1 gewesen. Aber hey, wir haben noch 2 Wochen vor uns, kann noch vieles passieren. Aber nonetheless, genug gequatscht, genug erklärt. Wenn ihr selber mal da mitmachen wollt, twitch.tv/schucksnorris jeden Mittwoch und jeden Samstag. Also, viel Spaß mit dem Video, lasst gerne einen Kommentar. Like und oder auch ein Abo da. Ich küsse euer Herz und macht's gut. Ciao. Es wird krachen. Das SBMM hat sich von Black Ops 4 zu jetzt eigentlich nicht verändert, ne? Checks. Target area marked. You're cleared hot. Moin Puma. Nein, da hat er nicht genug Geld. Was? Bro, was macht das Auto da hinten? Das liegt sehr wahrscheinlich daran, checkst, weil du einfach besser geworden bist. Hört sich blöd an, ist aber so. Die Noob-Lobbys gibt es noch, ganz normal. Wenn du nicht drinne bist, bist du eventuell der Noob.
ist der Schwanz jetzt. Ich? Also wenn ich einen kaputten Controller habe, oder was meinst du? Mein Steven, oh mein. Hey, die schmeiße ich in den Müll. Also die kaputten Scuffs kommen alle in den Müll. Sick Driftmüll. Wo denn? Willst du nicht reparieren? Nee. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. War da gerade einer? Wie lange hält ein Scuff bei dir? In der Theorie lange. Lange, lange. Das ist gerade der erste Envision, den ich jemals hatte. Ich hatte in der Zeit aber noch einen zweiten benutzt, den ich aber leider gestern geschrottet habe, weil ich ihn auf den Boden geschmissen habe. Und da ist jetzt leider das D-Pad kaputt gegangen. Aber sonst lange. Mit Stickdrift zum Beispiel hatte ich noch nie. Ich hatte, glaube ich, bisher einen einzigen Controller mit Stickdrift. Mein Twizy, mein. Ja, Heini, der Envision, der ist jetzt auch im Müll gelandet. Bro, ich möchte keine Klimmzüge machen! Ja, das ist so wie meiner gestern, Vaping. Der ist auch nicht an Altersschwäche, der ist auch an Fallschaden gestorben. Der hatte keinen Bergsteiger-Perk. Moin Blaui, hallo. Als ob man das nicht reparieren kann, kann man schon, ja klar. Aber bei Stickdrift zum Beispiel musst du alles ausbauen und so. Werf ich direkt in den Müll, lohnt sich nicht. Ne, in Real Life habe ich keinen einzigen Klimmzug. Hat halt Vor- und Nachteile von Scuff gesponsert zu sein. Man geht manchmal etwas unbedacht mit den Controllern um. Lohnt sich nicht für mich. Was sind Analogsticks mit leichtem Widerstand? Das
das eine Loadout-Kiste oder was ist das so komisch? Noch nie von dem Problem gehört mir das. Moin Adi, moin. Aber also mir das von noch nie gehört. Dann musst du dafür einen Knopf drücken. Safe Call. Einen Hechtsprung im Gunfight machst, aber was drückst du denn? Nee, ist auch noch nie davon gehört. Nee. Nope, nope, weiß sie. Manchmal im Style-Cancel macht das einfach Rechtsprung. Wieso? Du hast die falsche Slide-Einstellung, deswegen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du hast die falsche Slide-Einstellung. Kann ich dir gleich zeigen. Du musst auf Hybrid machen oder so. Oder eben nicht auf Hybrid. Irgendwie sowas. Ja, ich sag dir gleich wieso. Du hast eine Feder drin, wie das. Ich möchte kein Selfless, ich Idiot. Sniper, Bro. Fuck mich bitte nicht ab. Das war ja eine gute Smoke, alter Manu. Wow. Der kann nicht gut sein, oder? Chat, der kann nicht gut sein. Safe nicht. Niemals ist der gut. Never. Oh, okay, gut. Block habe ich aber noch, oder? Habe ich noch. Auch über ein Selfless. Nee.
verdammte Dreckskrabbe. Moving in.
Hey, you! Come down! Rosa? Das war's. Das war's. Wöchentlicher Gewinner ist over. Ist over, das Ding. Das ist over. This is over. This. Können wir vorbei machen. Ist vorbei.